bevor ich 17 geworden bin, habe ich angefangen zu boxen. Und mache das jetzt seit 6,5 Jahren, fast 7 Jahre. Als ich klein war, sind alle Leute immer beim Fußball gewesen, so in meinem Umfeld. Und ich habe gemerkt, Fußball hat mich nie wirklich interessiert. Aber ich habe es einfach gemacht, weil alle anderen es gemacht haben. Mein Bruder war gut darin und dann wollte ich auch natürlich gut sein darin. Aber Fußball war so nie das Wahre für mich. Und irgendwann, dann so, als ich eben zum Boxen gekommen bin, habe ich so gemerkt, dass ich so nach einer Woche, nach einem Monat, da schaut man dann so Filme, The Fighter, Fight Club und sowas. Und dann denkt man sich so, boah, ich will auch so kämpfen können. Aber so kämpft man nur in den Filmen. Aber dann findest du heraus, man kann wirklich so kämpfen. Weißt du? Und das war dann krank für mich. Diese Erleuchtung war brutal. Und dann habe ich einfach angefangen zu trainieren. Ich habe gemerkt, dass ich immer besser werde. Und das war so das erste Mal, dass ich in etwas gut war. Also richtig gut. Und nach einem halben Jahr hatte ich dann so meinen ersten Kampf gewonnen. Der Kampf ging auf Leben und Tod. Rivale, Erwin, Grüße gehen an ihn. Stabiler Typ. Wir haben dreimal gekämpft in Amateur. Dreimal nacheinander, innerhalb von eineinhalb Jahren, glaube ich, Mann. Das war so gut, dass ich diesen Rivalen hatte, weil der hat mich zuerst richtig angetrieben. Ja, ich hatte 20 Amateurkämpfe. Genau als es so richtig angefangen hat bei mir, dass ich auch im Ausland kämpfe, so Ungarn, Deutschland und sowas, musste ich schon ins Bundesheer. Jeder weiß, wenn du in der Garde bist, ist dein Leben vorbei für ein halbes Jahr. Und danach kam Corona und dann war ich so eineinhalb, zwei Jahre eigentlich weg, nichts gemacht. Und dann wollte ich halt auch MMA machen, damit ich so ein vollendeter Kämpfer werde. Und dann habe ich Isaac getroffen. Als ich Isaac getroffen habe, bin ich zu spät gekommen in seine erste Stunde. Mann. Ich komme so rein, alle schauen mich an. Ich denke mir, fuck, Mann. Ich gehe einfach nach Hause, ich komme nächstes Mal wieder. Und dann dachte ich mir so, scheiß drauf, ich nehme meinen Mut zusammen und ich gehe einfach rein. Ich gehe rein, alle drehen sich um, Mann. Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und Isaac gefragt so, tut mir leid, ich zu spät, darf ich trotzdem mittrainieren? Und er meint so, ja, geh ich umziehen. Und dann bin ich so umziehen gegangen, hab mittrainiert. Und er schaut mich so von der Distanz an und ich merke das. Und dann kommt er so und fragt mich, wie lange boxst du schon? Und dieses Talent sollst du nicht weghauen, du sollst beim Boxen bleiben, nicht beim MMA. Ja, dann ist irgendwie alles gekommen. So, ich habe es gar nicht geplant, dass ich dann Profi werde und so bei ihm. Ich habe dann angefangen zu trainieren und Mansur hat mir fett auf die Fresse gegeben. Ich habe lange nicht mehr so kassiert gehabt wie mit Mansur da. Das hat so ein Feuer in mir geweckt. Dieses Feuer, was ich so urvermisst habe im Boxen. Mansur und Isaac haben so dieses Feuer zusammen wieder in mir erweckt. Und jetzt bin ich hier, ein Jahr später, eineinhalb Jahre später. Nur trainiert, ganze Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so reinkomme. Ich habe das nie so gemocht, Leuten Sachen zu erklären. Ich war mehr so für mich, auch die Sachen, die ich gelernt habe. Wenn ich gut war mit jemandem, gut befreundet, und er hat mich gefragt, dann habe ich ihm die Tipps gegeben. Aber wenn mich jemand nicht fragt, dann sage ich ihm nicht gern was. Und das hat sich komplett geändert. Also jetzt habe ich das Gefühl, ich nerv die vielleicht sogar schon fast. So viel sage ich denen. Wenn ich was sehe, dass sie das falsch macht, dann sage ich sofort, mach das so, Mann. Jetzt macht es Spaß mittlerweile. Ja, ist so irgendwie mein Alltag. Ich gehe trainieren, ich lerne selber Sachen für mich und gebe die gleich weiter. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den auch die anderen merken. Also ich glaube, die profitieren auch sehr davon. Kampfsport ist so irgendwie aufgebaut, dass du selbstständig lernen kannst. So logisches Denkvermögen bringt dir einfach extrem viel. Du arbeitest im Ring und musst die ganze Zeit nachdenken. Leute, die das von draußen sehen, denken, man haut sich nur gegenseitig ins Gesicht und will sich kaputt machen. Aber da ist so viel dahinter, das verstehen Leute gar nicht, die das nicht machen. Man muss so viel überlegen, du musst einfach die ganze Zeit fokussiert sein. Du bist die ganze Zeit konzentriert und musst dir quasi neue Wege überlegen, weil dein Gegner genauso lernt. Es ist einfach dieses Hin und Her, dieser Reiz, dass man die ganze Zeit besser werden will und besser wird halt. Das ist so mit das Schönste am Kampfsport. Wenn man Kampfsport anfängt, egal mit was, ich glaube, das haben alle gemeinsam, wächst einfach dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein schießt in die Decke. Also du fühlst dich einfach viel sicherer, du wirst ein viel ruhigerer Mensch.
Und du hast einfach einen Ort, wo du alles rauslassen kannst. Und dieses Bild vom Kampfsport ist gar nicht so, dass es so brutal ist und so düster und sowas. Es ist eigentlich komplett das Gegenteil. Alle sind gut miteinander, alle mögen sich, alle sind nett. Man haut sich gegenseitig in die Fresse und danach mag man sich noch mehr. Weißt, es ist schon eine schöne Welt. Triton, generell als Mensch, sehr ordentlich, sehr ehrlich, sehr konstant, sehr diszipliniert. Er schaut aus zwar wie ein Louis Vuitton Model, aber er ist echt, echt hart im Nehmen. Sowohl als Trainer als auch Kämpfer brilliert er. Ich sehe, ich habe das Vergnügen oft, meine Stunden parallel zu sein zu haben. Und was ich sehe, sind volle Einheiten und dass er halt wirklich von Beginn bis zum Ende der Stunde voll involviert ist und sein Bestes gibt, den Leuten so viel Know-how wie möglich weiterzugeben. Triton kenne ich wahrscheinlich am kürzesten vom Trainerteam. Was mich von Anfang an beeindruckt hat, ist sein Arbeitseinsatz. Also den Triton sieht man immer im Gym, egal ob Training ist oder nicht. Der trainiert 2, 3, 4 Mal am Tag, ich habe keine Ahnung. Er hat alle Faktoren, die in einem Leistungssport wichtig sind, bringt er mit. Er ist sehr jung, er hat sehr viel Zeit. Also wenn du schaust, wie er mit Mansur spart, mit einem Top 15 ranked Boxer, ist er der nächste Boxer hier in Österreich und weltweit. Ja? Er hat für sein Alter, glaube ich, ein massives Know-how, beziehungsweise ein massives Verständnis von diesem Sport. Und als Kämpfer, ja, ich glaube, da reichen noch weniger Worte. Er ist auf jeden Fall in seinem Gewicht jemand, der nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland die Boxszene in seinem Gewicht aufmischen wird. Und ich glaube, er ist, was Trainingspartner und vor allem was Trainer angeht, hier sehr gut aufgehoben. Und ich glaube, wir werden noch mehr krasse Aktionen von ihm sehen. Sein Training, die Klassen sind immer voll, er schaut immer genau auf die Technik. Super Training, kann ich nur empfehlen, Leute. Unglaublich ehrgeizig, unglaublich fokussiert. Und ist auch ein sehr cooler Mensch. Sehr guter Mann mit viel Potenzial. Ich habe gewusst, dass Triton ein netter Mensch ist, als ich mit ihm das erste Mal Sparring gemacht habe. Und er ist wesentlich besser als ich im Boxen und er hat mich nicht totgeschlagen. Dass wenn Leute diese Macht nicht missbrauchen, dann weiß man schon, er ist ein guter Mann. Geil. Er ist ein bisschen zu cool. Seit Triton im Team ist, fühle ich mich richtig alt, weil er ist einfach viel zu cool für die Welt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, auch natürlich mit Gottes Hilfe, dass wir von Triton einiges sehen werden in der Zukunft. Und heute lebe ich meinen Traum. Weightcut meinst du, oder? Mann, wieso erinnerst du mich dann? Ja, ich habe gerade meine Reiswaffeln gegessen. Jetzt bin ich ein bisschen besser drauf.